herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen EA Sports FC 24 Hannover 96 Modus. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid und fleißig unterstützt, dass wir hier wieder den Aufstieg in die erste Liga schaffen. Wir haben in der letzten Folge gegen Kaiserslautern gewonnen, konnten somit drei sehr wichtige Punkte holen und uns wieder auf Platz 1 schieben, aber auch aktuell mit einem Spiel mehr als Karlsruhe. Als Kaiserslautern wollte ich gerade sagen, als Karlsruhe. Kaiserslautern konnten wir etwas auf Distanz halten. Mal sehen, was Schalke macht, was Hamburg macht. Hier bleibt alles dicht beieinander. Wir machen erstmal weiter und dann werden wir ja sehen, was uns da wirklich erwartet. So. Wir haben sehr viele Nachrichten. Hallo Leitl. Ich möchte Sie darüber informieren, dass sich Roland Werb FC bei uns gemeldet hat. Der Verein ist nicht zufrieden mit der Spielzeit, die Christopher Scott während seiner Leihe bei uns erhalten hat. Da sich die Verantwortlichen des Clubs Sorgen um die Entwicklung ihres Spielers machen, erwägen sie, Christopher Scott lieber auf deren Bank zu setzen als auf unsere und somit zurückzuholen. Wenn sich die Situation nicht bessert. Der Verein will wissen, ob wir dem Spieler künftig mehr Spielzeit geben werden. Mit freundlichen Grüßen, Geschäftsführer. Wenn es da eine Möglichkeit gibt, mit Sicherheit. Hallo Leitl, ich möchte Sie darüber informieren, dass sich Eintracht Frankfurt bei uns gemeldet hat. Der Verein ist nicht zufrieden mit der Spielzeit, die Antonio Fodi während seiner Leihe bei uns erhalten hat. Da sich die Verantwortlichen des Clubs Sorgen um die Entwicklung ihres Spielers machen, erwägen sie, Antonio Fodi lieber auf deren Bank zu setzen als auf unsere und somit zurückzuholen, wenn sich die Situation nicht bessert. Der Verein will wissen, ob wir den Spieler künftig mehr Spielzeit geben werden. Wenn es die Möglichkeit gibt, wird er auch noch mehr spielen. Mit freundlichen Grüßen, Geschäftsführer. Hallo Boss, im Anhang finden Sie meinen diesmonatigen Scouting-Bericht. Otto Schuster, Vincent Hansen, Konstantin Bender, Max Meyer, Marco Fuchs, Leon Ziegler und Nick Schumacher. Ich dachte, die fahren nur Formel 1. Ja, die Jungs werden weiter beobachtet. Dann haben wir Dem. Ich bin in letzter Zeit sehr gut in Form und fühle mich wohl. Ich hoffe daher, dass ich gegen Magdeburg nicht auf der Bank sitzen werde. Ich denke drüber nach. So. Gibt es hier irgendwelche neuen Nachrichten? Mexiko. Oh. Deutschland siegreich gegen Rivalen. Deutschland schaffte einen denkwürdigen 2:0 Sieg gegen den Erzrivalen. Die Fans blieben noch lange nach Schlusspfiff und jubelten ihren Helden zu. Es war eine erstklassige Partie. Das gibt's nur im Spiel hier. Aktuell ist da ja auch Flaute bei Deutschland. Aber ja, vielleicht brauchen sie wirklich etwas Zeit noch. Ich denke eigentlich, Nagelsmann ist da kein schlechter Trainer. Aber gut. Hannover, nächster Schritt auf dem Weg zum Titel. Die nächste Station auf dem Weg zur Meisterschaft ist für Hannover 96 die Partie gegen 1. FC Magdeburg. Ein weit weniger gut platziertes Team. Es sollte für die erfolgsverwöhnte Akteure kein Problem sein, diese drei Punkte einzufahren. Sie sollten allerdings aufpassen, den durchaus schlagbaren Gegner nicht zu unterschätzen. Den durchaus. Sollten sie straucheln, wäre das den Verfolgern nur recht. Ja, das wird wieder das Problem sein. Gut. Oh. Und Hamburg hat gewonnen, aber Karlsruhe hat nur... Haben die unentschieden gespielt? Ne, Karlsruhe hat verloren. Die waren einen Punkt hinter uns, ne? Ja, die waren einen Punkt hinter uns. Ich glaube, die haben verloren. Und Hertha ist dafür vorgerückt. Oh, es bleibt spannend. Es bleibt spannend, meine Freunde. Es bleibt hier wirklich spannend. Gut, Moral ist... Boah, die Moral ist nicht so geil. Da müssen wir auf jeden Fall hoffen, dass sich das noch ein bisschen bessert. Aber ich weiß auch nicht, warum. Bezoschkov ist ja komplett wütend hier. Der hat gar keinen Bock mehr auf uns. Wir machen mal Teuchert rein. Aber das ist in den Spielen manchmal so. Ich weiß nicht mal, warum. Na klar, eine Sache weise weniger spielen, ne? Aber selbst wenn die manchmal mehr spielen, sind die ja nicht ganz zufrieden. Wir können Bezoschkov wechseln auf jeden Fall ein. Bezoschkov. So ein guter Junge. Immer wir trinken Wodka hinten in Kabine und dann wir werden immer bessere Freunde und ja, es macht immer so viel Spaß und er kann aber nicht mehr laufen geradeaus. So.
übergreifend bleibt. Ja, wir möchten die Taktikvorlage speichern. Ich würde ganz gerne nochmal gucken, wo steht denn Kaiserslautern mit 10 Punkte geholt? Magdeburg, Kaiserslautern. Magdeburg auf dem 14. Sie haben 2 Siege, 4 Unentschieden und 4 Niederlagen. Ist so ziemlich derselbe Schnitt wie Braunschweig. Nur, dass Braunschweig ein Tor mehr geschossen hat und 3 weniger kassiert. Ah, vielleicht genau der richtige Gegner, um sich jetzt auch auf Braunschweig einzustellen. Die haben wir nämlich als nächstes. Wir haben den Vorbericht. Und dann sehen wir, die spielen in einem 3-4-3 flach mit Hoti, Hugonit, Elfadli, Aslan, Hanguri, Conte, Ito, Artik, Schula, Checker, Pollersbeck, den mochte ich damals, Bockhorn, Belbel, Knacker, Nollenberger, Castaños und Chahed. Reimann ist im Tor. Ito ist auch eigentlich so ein Talent immer gewesen, ne? Sie spielen im Kick and Rush. Da müssen wir aufpassen. Wir machen mal kurz unsere Trainingseinheit. Also wir müssen gegen diese Gegner einfach die Punkte holen. Auch wenn ich weiß, so ganz FIFA-typisch, auch wenn das hier kein FIFA mehr ist, dennoch ist es ja jetzt kein komplett neues Spiel. Es fehlt ja im Prinzip nur der Name, den Rest hat ja wahrscheinlich EA gemacht. Also der FIFA-Name fehlt wahrscheinlich nur, den Rest hat wahrscheinlich immer nur EA gemacht. Sind es die, die unten in der Tabelle sind, die immer mit am schwersten zu bespielen sind. Ich hoffe, dass sich das hier jetzt nicht wieder bestätigt und wir da vielleicht auch mal wieder ein 2-3-3-0 machen können. Wobei mir das auch egal ist, auch ein 1-0 gibt 3 Punkte, das ist mir, ne, letztendlich egal. Clevere Leute haben mal gesagt, lieber gewinne ich 5 Spiele oder 3 Spiele mit 1-0 als ein Spiel mit 3-0. Und das ist, glaube ich, auch eine gute Einstellung. Boah, wie kann er den denn noch versammeln? So, weiter. Dann gehen wir zur Pressekonferenz. Die kommt, glaube ich, genau gelegen, um ein bisschen die Moral aufzupushen. So. Ist Ihre Mannschaft gut genug, um weiter solche Erfolge zu zeigen? Natürlich. Wir denken immer positiv, aber das kam jetzt nicht so gut an bei den Leuten, ne? Aber scheiß drauf. Ist Ihr Team genauso hungrig wie der Gegner? Unsinnige Frage. Die Jungs sind bereit. Wir haben ein Top-Team. Die Jungs sind bereit. Zack. Hannover ist stark. Im letzten... können Sie heute mehr Tore machen? Wir müssen mehr Tore machen. Sieg ist Sieg. Alles bleibt beim Alten. Sieg ist Sieg. Ein 1-0 Sieg ist brauchbar. Wenn wir bis zum Ende der Saison alle Spiele so knapp gewinnen, beschwere ich mich nicht. Siehst du? Wir sind auf einer Wellenlänge. Gut. Dann gehen wir rein in den Anstoß, würde ich sagen. Ja. Kick and Rush. Bei uns braucht man nichts sagen, ne? Wir spielen halt im typischen Tiki-Taka. Wir spielen im Stadion Neda. Ich weiß nicht, ob das echte Stadion ist. Das kann ich nicht sagen. Dafür kenne ich mich mit Magdeburg zu wenig aus. Wir spielen am 20. Oktober 2023. Schiedsrichter ist Ansgar von Hauenstein. Wir spielen auf Legende 5 Minuten bei Schnee. Interessant. Und um 18.30 Uhr, wir spielen in einem 4-2-3-1 im Tiki-Taka. Aber das ist uns ja bekannt. Gleich rollt hier der Ball, gleich geht's hier endlich los. Gleich steigt dieses mit Spannung erwartete Duell, das die gesamte Fußballwelt seit Tagen in Atem hält. Wir sind für Sie live dabei, also bleiben Sie unbedingt dran. Im Schnee spielen ist immer interessant. Also ich persönlich habe immer gerne im Schnee gespielt. Auch bei Regen spiele ich relativ gerne. Nur wenn der Platz jetzt schon so seit Tagen aufgeweicht ist, dann ist nicht so geil. Oder noch so extrem windig ist und eisige Kälte. Aber sonst so, wenn es leicht regnet, der Platz ist leicht feucht. Richtig schön. Ach komm. Immerhin ist der Ball hier alleine rot. Bei den anderen FIFA-Teilen musste man den Ball ja... Ich weiß, das ist kein FIFA, aber ihr wisst, was ich meine. In den anderen Teilen musste man ja den Ball immer alleine umschalten. Warum denn den? Da stehen zwei im 16er und er passt ihn auf den Flügel. Verstehe ich nicht. Das ist die Aufstellung, mit der Hannover in dieses Spiel geht.
Boah, das könnte was werden. Kein Tor. Er verhindert hier den Treffer. Ich hatte ein bisschen Eierflattern, muss ich gestehen. Musste nicht schießen, ich passe, ich laufe ich weg. Lass ich mich schnell auswechseln. Er geht in den Strafraum. Was für ein... Wir nutzen diese Chancen wieder nicht. Und dass man nicht wieder bestraft wird. Ganz enges Rennen an der Tabellenspitze, Buschi. Ja, da bin ich mal gespannt, wie sich die Situation in den nächsten Spielen entwickelt. Also ganz ehrlich, hoffentlich bleibt es spannend. Vielleicht die Führung jetzt. Jawohl. Oh, Leopold. Wichtig. Bah, schönes Tor. Hier ist die Wiederholung. 1 gegen 1 sieht so leicht aus. Ist in Wahrheit oft so schwer. Jawohl. Es ist ein Duell der Nerven. Da musst du abgezockt sein. Und jetzt nicht wieder einbrechen. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Er läuft erstmal durch 3 durch. Warum ist das aber? Wir schießen ein Tor, wir führen und jetzt rasten sie aus. Jetzt kommt Ecke und Tor. Ecke kommt in die Mitte. Damit kannst du so einen Keeper natürlich nicht vor Probleme stellen. Meine Fresse. Schweinebacke. Ahmed mit den Aslan. Guck mal. Da kann er klären, gut aufgepasst. Er sollte den direkt auf Köln spielen, Mann. Meine Fresse. Das sah so gut aus. Ahmed mit den Aslan. Sie laufen diesem knappen Rückstand hier weiter hinterher. Guter Spielaufbau jetzt. Christiansen. Jetzt geht wieder gar nichts. Sie sind nach wie vor am Ball. Jetzt könnte es gefährlich werden. Jetzt ist der Ball doch auf Weg. Gut aufgepasst und verteidigt. Ja, starker Pass. Die Riesenchance. Oh. Und damit verhindert er den Doppelpack. Aber immerhin mal wieder eine Chance. Hoch, 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 hoch. Und die Situation geklärt. Da wäre Platz für einen Konter. Schuler. Ich habe was anderes verstanden. Da könnte jetzt was entstehen. Zieht in die Mitte. Jetzt schießt er. Sehr gut geblockt vor Abwehrspieler, das wäre gefährlich geworden. Christiansen. Und jetzt dieser tolle Steilpass. Das könnte jetzt die Chance sein auf diesem Pass. Wie lange hat er denn gebraucht, um zu schießen? Der Ball kommt rein. Er ist da und kann den Ball hier klären. Hoch, hoch, hoch. Gute Chance. Da kommt der Pass, aber ab. Gut gemacht. Hannover 96 gibt hier in diesem Spiel aktuell eindeutig den Ton an, was den Ball. Aber mir fehlt das zweite Tor, Mensch. Wenig liegt hier der Treffer auch in der Luft. Der Druck ist da. Vielleicht können Sie gleich den Vorsprung auf 2 Tore ausbauen. Ja, bitte. Auch jetzt haben Sie hier wieder den Ball. Sieht vielversprechend aus. Schönes Dribbling hier. Wie
die Situation wird erstmal geklärt. Zieht diesen Ball zurück. Geblockt, aber weiter. Kann nicht wahr sein, ja. Nee, wir müssen einen neuen Anlauf nehmen. Oh. Wir brauchen das Tor, ich werde ein bisschen nervös gerade. Und vorne wieder 1000 Chancen, aber es geht keiner rein. Wir dürfen nicht vergessen, Besuchkurf und dem einzuwechseln. Hallo. Ich möchte gerne nach vorne spielen. Das Laufduell gewinne ich nicht. Geh durch, geh durch. Hat er gerochen. Ich verstehe das immer nicht, warum er den so weit in den Rückraum spielt. Er sollte den einfach auf den in der Mitte spielen. Da. Wer war da? Da stand doch noch einer von uns. Vor der Pause eine gute Leistung, oder? Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie super alle Trümpfe in der Hand. Bringt den Ball jetzt in die Mitte. Nee. Keine. Ach, das war sogar Schaub. Ach nee, es war Teuchert. Die Dinger kann nur Schaub. Das ist doch harmlos. Aber egal, immerhin schaffen wir es, nach vorne zu spielen. So ein. Ich dachte, er sprintet durch, dann hätte er ihn nämlich gekriegt. Gute Aktion. Ahmed Metin Aslan. Vielversprechender Vorstoß. Gewagt. Stark, Junge, stark. Warte, ich muss mal die Wechsel vorbereiten, sonst vergesse ich das gleich wieder. Wir wollten dem bringen, aber nur weil er sich beschwert hat. Sonst meckert er gleich wieder. Wir bringen mal Besuchkurf auf die auf der 10. Vogelsammer bringen wir mal für Leopold. Wollen wir Trisoldi bringen für Teuchert nochmal? Zack. Und dann gehen wir so erstmal wieder rein. Ich bin unsichtbar. Guter Vorstoß, kann was werden. Warte den Moment. Fuck, ey. Das ist jetzt eine Chance. Tor. Ich wusste es. Kann nicht sein, weil die Mitte da wieder komplett geöffnet wird. Kommt natürlich schon ein wenig überraschend, dieser Treffer. Ja, ärgerlich. Jetzt kaum noch etwas von Ihnen zu sehen, aber das war eine wunderbare Aktion. Der hat alles gepasst. Verteidigt erstmal den Ballbesitz. Tatsuya Ito. Jetzt geht's wieder los hier. Harte Ball, gute Aktion. Gut rausgespielt. Chance zum Konter. Weiter gefährlich hier. Boah, Besuchkurf. Macht schon leichtfertig vergeben in diese Gelegenheit zum Konter. Schupp. Hey. Starkes Tackling hier. Attic.
Er hat den Ball. Wird da was draus? Er kann es machen. Guter Befreiungsschlag. Bisher ist hier noch nichts entschieden. Tja. Also wenn Sie das Ding am Ende nicht gewinnen, liegt es zumindest nicht an den Fans. Die geben alles und machen nochmal richtig tolle Stimmung. Stark. Es bleiben hier noch 8 Minuten. Da ist der Ball hier erstmal weg. Oh, verletzt. Wer ist das? Sie machen Druck. Sie versuchen es. Schaffen Sie hier den späten Siegtreffer. Sie kommen. Aber wir sehen es. Ballverlust. Da wäre Platz für einen Konter. Oh. Das könnte was werden. Sie bleiben dran, auch wenn die Konterchance erstmal vergeben ist. Da kommt der Pass. Jawohl, Junge. Oh, so leicht. Endlich mal. Oh, Trisoldi. Sollte ich öfters versuchen, vielleicht einfach mal so ein leichtes Ding da durch die Mitte zu klatschen und nicht immer so kompliziert auf die Außen und so. Tja. Da sehen wir den Treffer nochmal. Ja, alles genau richtig gemacht. Da hat der Innenverteidiger, also der genau in der Mitte war, die 24 da, hat spekuliert, glaube ich, ne? So ein bisschen. Oh, wir müssen wechseln. Ich glaube, irgendeiner war da verletzt. Ja, hier. Bringen wir MB. Können wir nochmal? Nee. Dann müssen wir das jetzt irgendwie über die Bühne bringen. Die Entscheidung, Buschi. Möglich ist es, es ist nicht mehr viel Zeit, um hier zurückzukommen. Die letzten 2 Minuten sind angebrochen. Ball erstmal abgegeben. Muss er runter? Läuft auf jeden Fall nicht mehr ganz rund. Ich hoffe, der fällt jetzt nicht so lange aus. Halstenberg. Jawohl. Das ist der Schlussfilm. Oh. Die Gäste haben heute also gewonnen. Sie haben es heute spannend gemacht. Glück gehabt. Ich hoffe, Halstenberg fällt jetzt nicht aus gegen Braunschweig. Sieg ist Sieg. Oh. Das war wirklich... Vielen Dank, dass Sie schon so kurz nach Spielende bei uns sind. Hat sich leider verletzt und fällt 5 Tage aus. Baldige Genesung. Schluss ist eng. Der späte Siegtreffer war Glück, oder? Manchmal braucht man auch halt eine Prise Glück. Kennen wir ja schon. Nach diesem heutigen Ergebnis kann Magdeburg den Abstieg. So läuft es hier eben. Wir haben perfekt gespielt. Wir wollen gewinnen. Ist ja ganz normal, egal welcher Tabellenplatz, ne? Wir wollen gewinnen. Das ist ja, ne, denke ich. Selbst. S. Leitl. Wir würden gerne wissen, ob Sie Interesse und Zeit hätten, die Nationalmannschaft von Nordirland zu übernehmen. Im Anhang finden Sie die Einzelheiten zu dieser Offerte. Bitte teilen Sie uns Ihre Entscheidung mit. Wir hoffen, Sie bald an Bord begrüßen zu können. Mit freundlichen Grüßen. Präsident Fußballverband Nordirland. Mr. Präsident und Nordirland, vielen, vielen Dank für Ihr Angebot, aber nein, danke. Spieler verletzt, es gibt schlechte Neuigkeiten. Marcel Halstenberg hat sich verletzt. Die Diagnose lautet Schulterprellung. Er wird für 5 Tage ausfallen. Wir sind bemüht, für eine Genesung in diesem Zeitraum zu sorgen. Zeitraum. Hey Boss, danke, dass Sie mir ein Ohr geliehen haben und mich spielen lassen, wenn ich in Form bin. Das rechne ich Ihnen hoch an. Mach weiter so, Keule. Zack. So, spätes Tor von Trisoldi sichert den Sieg, ne? Spätes Tor von Trisoldi sichert Hannover den Sieg. Trisoldi führt Hannover 96 mit Tor kurz vor Schluss zu 2:1 Sieg gegen 1. FC Magdeburg. Dem erneut mit Topleistung. Dem ist mit seiner aktuellen Form sehr zufrieden. Ich spiele derzeit richtig gut und bei Hannover macht es mir viel Spaß, sagte er den Journalisten nach dem Spiel gegen Magdeburg. Wenn der RE Außenverteidiger so weitermacht, dürfte ihm der Stammplatz vermutlich nicht zu nehmen sein, also der rechte Verteidiger, ne? Verletzung von Halstenberg macht den Fans Sorgen. Im gestrigen Hannover-Spiel gegen Magdeburg zog sich Halstenberg eine Verletzung, Schulterprellung, zu, was die Fans natürlich mit Sorgen erfüllt. Er wird jetzt erstmal die nächsten Spiele ausfallen. Das sind typisch die Medien, ne? Er fällt 5 Tage aus und die sagen, die nächsten Spiele, Saisonende, boah.
Tolle Leistung von Teucher. Cedric Teucher hat zuletzt bei Hannover richtig gute Leistung gebracht. Mittlerweile ist er ein echter Leitwolf und sowohl die Mannschaft als auch die Fans hoffen natürlich, dass er das auch in den kommenden Spielen zeigen kann. Bester Vorlagengeber ist Hey Harvard Nielsen. Meine Stimme versagt. Er hat 7 Vorlagen in 9 Spielen. Vorlage pro Spiel sind 0,78. Spielwertung ist Schnitt 8,1 und 4 Tore hat er selber gemacht. Klasse Typ. Klasse Typ. So. Wir haben ein Spiel mehr. Könnten jetzt 3 Punkte Vorsprung haben. Wenn Hamburg verliert, wir werden mal kurz nochmal auf den Kalender gucken. Wie viel Pause haben wir denn? 1, 2, 3, 4, 5. Könnte reichen, bis Salzburg wieder da ist. Wäre vielleicht nochmal wichtig gegen Braunschweig. Haben die denn nochmal gewonnen oder haben die sogar nochmal verloren? Die haben jetzt 10 Punkte. Ach, die haben noch gar nicht gespielt. Die spielen erst noch. Gegen wem spielen die? Interessiert mich jetzt mal kurz. Gegen Rostock. Rostock ist eigentlich auch oben mit drin, ne? Oder waren sie zumindest mal? Okay. Ach, Rostock ist oben, aber auf der anderen Seite. Ach, herrlich. Na gut, Freunde, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn ihr Bock habt. Dann geht es im Derby gegen Braunschweig. Ja, ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Lasst mir gerne was da, passt auf euch auf und wenn ihr Bock habt, Freunde, sehen wir uns in der nächsten Folge, direkt morgen. Ciao, ciao.